wohnen in Dresden, GmbH und Co. KG. Hier sehen wir, dass mit der Zeit von Corona-Krise, Baukostensteigerungen, Finanzierungsänderungen, also Zinssteigerungen, der Wohnungsbau komplett zum Erliegen gekommen ist. Wir haben das vorhin auch bei den Eingangstagesordnungspunkten diskutiert. Auch mit der Änderung der Förderkulisse zum 01.01.2024 durch den Freistaat Sachsen ist weiterhin es nicht, wie mal der Ansatz war der WED-Gründung im Finanzierungskonzept, ein Wohnungsbaufinanzierung möglich. Und insoweit haben wir uns entschlossen, Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten, mit eigenen fiskalischen Mitteln hineinzugehen, um Projekte, die angearbeitet waren, da wo wir auch noch gesicherte KfW 55 Fördermittel bekommen können, abrufen können, letztmalig, dann auch für die Finanzierung einzusetzen und weitere Wohneinheiten entstehen zu lassen. Es ist jetzt keine Riesensumme, aber immerhin 54 Wohneinheiten in zwei Projekten, die damit entstehen könnten. Und auch hier bitte ich um entsprechende Zustimmung für diese Vorlage. Und damit steigen wir auch hier ein in die Debatte, haben vorliegen Ergänzungsantrag der CDU und Ergänzungsantrag Die Linke. Die könnten eingebracht werden oder wenn es in der Fraktionsrunde sein soll, kann man es auch dort machen. Ich frage zunächst CDU. Jetzt bitte schön, Herr Krüger. Werter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das Thema WED beschäftigt uns ja nun schon seit vielen Jahren und wir sehen ja, dass die WED genau die Entwicklung genommen hat, die wir auch leider vor vielen Jahren befürchtet hatten. Es gab ja hier Veitstänze von der linken Seite, was die WED in Zukunft leisten sollte. Sie sollte ein Player werden, der die Mietpreise in Dresden beeinflusst und. Alles das ist natürlich nicht eingetreten. Die WED hat inzwischen eine Größe erreicht, die in der zweiten Nachkommastelle des Wohnungsmarktes angekommen ist. Aber kommen wir zu diesem Thema. Die beiden Baugenehmigungen für die Standorte im Osten und Westen unserer Stadt liegen vor. Diesen Auftrag hat die WED gemäß Beschlussfassung des Stadtrates erfüllt. Ziel war und ist es, den geeigneten Zeitpunkt für die Fortsetzung von Neubautätigkeiten unter sehr schwierigen Marktbedingungen nicht zu verpassen. Direkt mit Inkraftsetzung der novellierten Förderrichtlinie im Januar 2024 konnte die WED unter den aktuellen externen Rahmenbedingungen die Baukostenberechnung, die Zinslandschaft, Bankenfinanzierungsvolumen, aktuelle Verfügbarkeit neuer Fördermittel des Bundes und Landes, eine Neubewertung des möglichen Neubaubeginns an verschiedenen Standorten vornehmen. Der Haushaltrest von 7 Millionen Euro nach dem Verhandlungsergebnis mit der Vonovia Ende Oktober 2023 und die folgende Abwicklung des Onboardings und Integrationsprozesses der 1213 Wohnungen von Ende Januar diesen Jahres hat Überlegungen letztendlich aber erst greifbar gemacht. Zwar sind die nachgebesserten Fördermittel nach wie vor nicht auskömmlich zur vollständigen Kompensation der sprunghaft gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten, aber eine Verringerung der verbleibenden Finanzierungslücke konnte mit der Vertagung der Entscheidung erreicht werden. Die WED hat für beide Bauvorhaben, der OB hat es gerade auch erwähnt, KfW 55 Fördermittel in Summe von 1,58 Millionen bis Anfang 2026 gesichert. Die Fördermittelbescheide liegen vor. Aufgrund der bereits mehrfach erfolgten Verschiebung der Baubeginne musste eine einmalig mögliche Fristverlängerung beantragt werden. Eine nochmalige Fristverlängerung ist nicht möglich, denn das Programm ist ersatzlos gestrichen worden. Der Baukostenindex für Mehrgeschosswohnungsbau in Sachsen beträgt aktuell 181,3. Die Basis war im Jahr 2015 100. Damit stagnieren die Baukosten mittlerweile, aber ein zeitnahes Absinken ist jedoch aufgrund der energieintensiven Herstellung nahezu aller Baustoffe nicht zu erwarten. Die Förderkulisse des Freistaates Sachsen. Diese wurde Anfang 2024 novelliert. Mit einer kurzfristigen Anpassung ist aber in kürzer und in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Das gilt umso mehr, als dass eine grundlegend andere Systematik der bisherigen Förderung der Baukosten insgesamt nicht möglich ist.
Eine bloße nochmalige Anpassung der bestehenden Fördersystematik kann finanzmathematisch das Problem nicht lösen, denn die Grenzen der Fördermittelwirkung sind erreicht. Die Finanzierungskonditionen für langfristige Darlehenskonditionen sind zwar 23 insgesamt gestiegen, jedoch haben seit dem vierten Quartal 23 die Langfristzinsen nachgegeben, erkennbar in einer inversiven Zinskurve. Aktuell führt das dazu, dass langfristige Kredite zu ähnlichen Zinskonditionen wie kurzfristige Guthaben gezahlt werden. Das ist ein ganz, ganz seltener Zustand und dieser wird vermutlich nicht lange anhalten. Der Zeitpunkt heute ist trotz allgemeiner wirtschaftlicher Unwägbarkeiten also durchaus geeignet, gute Konditionen für Langfristfinanzierung abschließen zu können. Das sollten wir unbedingt nutzen. Aufgrund der letztmalig für die WED gesicherten KfW 50 Fördermittel muss angesichts der einzuhaltenden Ausschreibungs- und Veröffentlichungsfristen für die Baumaßnahmen jetzt selbst unverzüglich der Baubeginn erklärt werden. Der Nachweis an die KfW ist bis Januar 26 zu führen. Wir werden uns der Aufnahme des Baugeschehens an zwei Standorten mit insgesamt 54 Wohneinheiten heute nicht verschließen. Wir wollen aber unbedingt sicherstellen, dass die umgeschichteten Mittel aus dem Sportbereich diesen im derzeit aufzustellenden Doppelhaushalt 2025-26 zur Veranschlagung zurückgeführt werden. Daher also auch nur das eine Wort. Also das ist wirklich nur, dass diese Summe, die aus dem Sportbereich genommen wird, auch dem Sportbereich wieder zugeführt wird. Ich glaube, das ist eindeutig. Da bitten wir Sie um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag und ich danke auch hier. So, wird der Ergänzungsantrag Linke jetzt mit eingebracht? Herr Wirtz, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Nein, Herr Oberbürgermeister, Sie haben sich nicht entschlossen, etwas für den sozialen Wohnungsbau zu tun, sondern Sie kommen Ihrer Pflicht nach, den Beschluss zu erfüllen, den der Stadtrat im Zusammenhang mit der Unterbringung von Geflüchteten in modularen Raumeinheiten letzten Sommer getroffen hat, wo nämlich drinsteht, dass Sie beauftragt werden, mit städtischem Geld den festgefahrenen sozialen Wohnungsbau in Dresden wieder in Gang zu bringen über die städtische WED. Das wollen wir erst mal ganz grundsätzlich festhalten. Insofern ist es auch ganz honorig, dass diese Vorlage 10 Monate später auf dem Tisch liegt. Was nicht so honorig ist, ist im Prinzip die Frage, mit der Schönauer und Braunsdorfer Straße werden insgesamt 54 Wohnungen in Griff genommen. Mit 54 Wohnungen werden wir die sozialen Probleme am Wohnungsmarkt nicht lösen. Ja, Krüger, Sie haben kein einziges Argument gegen die WED gebracht. Das einzige Argument, was zählt, ist, wir brauchen keine Sozialwohnungen in Dresden. Und das ist nicht so. Ihre Ausflüchte decken sich mit denen, die der Freistaat im Prinzip mit einer unmöglichen Förderkulisse geleistet hat. Eine Förderkulisse, die staatlich fördert und den davonlaufenden Kosten, die nicht in der Verantwortung der WED liegen, immer im Prinzip hinterhergelaufen ist. Und so kommt man im Prinzip nie zu einer gedeckten Finanzierung und der Wohnungsmarkt kommt damit nicht voran. Außerdem ist auch falsch, die WED wurde immer angefeindet, auch von der CDU, wo sie es mitgetragen hat, das erkennen wir auch an. Aber der private Wohnungsbau ist zurzeit ebenfalls mausetot in Dresden. Davon werden wir auch noch reden. Und Sie können nicht dauernd im Prinzip hier über Industrieansiedlungen reden und große Erfolge verkünden, Herr Kaden. TSMC ist so eine Chipfabrik, ist bautechnisch im Prinzip Handwerk. Das ist nichts Besonderes. Das ist im Prinzip, wenn man es schon mal gemacht hat, relativ unspektakulär. Das sind halt Fabrikhallen. Ja, was drin ist, die Reinstraumarchitektur, das ist dann so das. Aber das geht die Bauwirtschaft nichts mehr an. Das ist auch Herr Schulz mit seinen Sorgen da ziemlich unbegründet. Das kriegen wir schon hin. Aber worum es in unserem Ergänzungsantrag geht, wir müssen mal nicht mehr mit diesem Stückwerk, Sie beklagen ja selber, Herr Krüger, dass im Prinzip so wenig gebaut worden ist und in dieser Vorlage sind eben auch nicht behandelt die großen Wohnungsbauvorhaben, die wir in der WED haben, die auf Eis liegen, die wir endlich in Angriff nehmen wollten, nachdem wir mit kleineren im Prinzip gezeigt haben, dass die WED kostendeckend bauen kann.
Das betrifft die Bundschuhstraße 10 mit 79 Wohnungen. Das betrifft das Käthe-Kollwitz-Ufer mit 137 Wohnungen und die Marienallee und Stauffenberg-Allee mit 135 Wohnungen. Es sind insgesamt 350 Wohnungen, die vorangetrieben worden sind, die fertig geplant sind und die wir im Prinzip auch mal in Angriff nehmen könnten, die wir auch vermieten würden in der derzeitigen Situation in Dresden. Und da fragten wir uns, wann kommt denn diese Wohnung, wenn wir diesen Antrag nicht stellen, wenn wir nicht den Oberbürgermeister im Prinzip hier nochmal dringlich darauf aufmerksam machen. Wenn im Prinzip leistungsfähige Menschen in die Stadt kommen, wenn denen noch Zusagen gemacht werden, dass auch im Prinzip üppige Mieten dann vielleicht noch durch die Betriebe mit bezuschusst werden, dann erleben wir hier am Wohnungsmarkt in Dresden unser blaues Wunder. Dann werden wir mit weiter steigenden Mietpreisen, mit weiter steigenden Wohnkosten konfrontiert werden. Das müssen wir unbedingt verhindern. Die WED muss gestärkt werden, sie muss weiterbauen, gerade auch, weil der private Wohnungsmarkt im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld, Herr Schulze, Herr Habeck, hat da nichts Gutes geleistet und hat auch keine Lösung dafür, wie wir weiter zu Wohnungen kommen. Im Gegenteil, die Wechsel von Vorschriften und die dauernd steigenden Anforderungen, die machen es eigentlich fast unmöglich, noch in irgendeiner bezahlbaren Weise zu bauen. Sind wir in einer Situation, wo wir sagen können, wir müssen das in der Kommune selber machen, wir müssen vorangehen. Deswegen bitten wir Bestätigung und Zustimmung zu unserem Antrag und auch insgesamt zur Vorlage. Wir müssen weiter bauen, sonst können wir mit der Wohnungsknappheit in Dresden nicht umgehen. Vielen Dank. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. SPD beginnt. Herr Drews, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die Vorlage ist gut und sie ist wichtig, denn sie bedeutet nichts weniger als den Wiedereinstieg oder die Fortsetzung des sozialen Wohnungsbaus in Dresden. Und wenn wir uns den Dresdner Wohnungsmarkt anschauen, dann ist das auch ganz dringend notwendig. Ich komme nicht umhin, an dieser Stelle auch nochmal zu erwähnen, dass diese Vorlage heute eigentlich nur möglich geworden ist durch die SPD-Fraktion. Denn es war die SPD-Fraktion, die damals über einen Änderungsantrag zu einer WED-Finanzierungsvorlage dafür gesorgt hat, dass wir nochmal zusätzliches Geld in diese Gesellschaft eingelegt haben, damit es eben möglich ist, die Objekte, die zu dem damaligen Zeitpunkt nicht direkt in den Bau und in die Finanzierung gehen konnten, zumindest bis zur Baureife weiter zu planen. Ohne diesen Änderungsantrag würden diese zwei Objekte, über die wir heute hier reden, wo es darum geht, die Baustellen tatsächlich zu eröffnen, noch in der Planungsphase stecken, weil die WED gar nicht das Geld gehabt hätte, um bis zur Baureife zu kommen. Herr Krüger, die WED, das haben wir auch immer so gesagt, ist ein Jahrzehnteprojekt. Das, was Sie mit einem Federstrich 2006 verscherbelt haben, lässt sich eben nicht genauso schnell wieder aufbauen. Und es wird auch nur funktionieren, wenn die WED einen großen Rückhalt in dieser Stadt und vor allen Dingen bei den politischen Entscheiderinnen und Entscheidern hier im Stadtrat hat. Und wer 2006 alle Wohnungen an Dresden verkauft hat, kann sich jetzt eigentlich nicht darüber beschweren, dass die WED gerade zu wenig baut oder es zu wenig bezahlbaren Wohnraum in dieser Stadt gibt. Ganz kurz noch zu den zwei vorliegenden Änderungsanträgen. Wir werden beiden Änderungsanträgen zustimmen. Der CDU-Antrag ist so ein bisschen aus der Kategorie bringt nichts, schadet aber auch nichts, weil es ist ja eh schon der Plan, dass das Geld einfach nur getauscht wird, jetzt vorgezogen wird und 26 wieder in den EB-Sport zurückkommt. Aber wenn Sie es nochmal beschlossen haben wollen, können wir das machen. Den linken Antrag werden wir auch zustimmen, denn da bin ich ganz dabei. Der bezahlbare Wohnraum in unserer Stadt sollte es uns wert sein, dass auch bei den anderen Projekten, die im Prinzip baureif sind und wo die Baustellen mit einer ausreichenden Finanzierung eröffnet werden könnten, das dann auch tatsächlich zeitnah zu tun. Vielen Dank. So, es geht weiter. FDP, Herr Pöttner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Anteilige Finanzierung von Wohnbauvorhaben der WED. 1,7 Millionen sollen an die WED als Zuschuss fließen, damit zwei Bauvorhaben mit in Summe 54 Wohneinheiten jetzt gebaut werden können. Ursprünglich sah das Konzept der WED vor, dass nur Grundstücke als Eigenkapital seitens der Stadt eingelegt werden, der Rest dann mit den Zuschüssen von Land und Bund für den sozialen Wohnungsbau und kreditfinanziert funktioniert. Bei den bisherigen Bauvorhaben ist dies weitgehend aufgegangen. Dieser jetzt folgende Wechsel in der Finanzierung ist für uns als FDP nicht tragbar und wird entsprechend abgelehnt. Mal als Gegenrechnung, jede Wohnung wird damit nochmal zusätzlich mit knapp 31.500 Euro seitens der Stadt subventioniert.
Wenn man dann bedenkt, dass zwar Menschen mit Wohnberechtigungsschein einziehen, diese aber dann über die Zeit oft ja rauswachsen, aber dennoch in, also kein sozial Schwächere mehr sind und trotzdem in den günstigen Wohnungen verbleiben, wäre oft ein direkter Mietkostenzuschuss für die Stadt eine günstigere Variante. Der Weg vom Sozialwohnungsbau hin zur Unterstützung von Haushalten nur für den Zeitraum, wo es notwendig ist. Würde man die 1,7 Millionen auf die Haushalte verteilen, könnte man jeden Haushalt monatlich mit 500 Euro über 5 Jahre bezuschussen. Wenn man dann nochmal die Fördermittel von Land und Bund einrechnet, sieht man, wie absurd eigentlich diese ganze Konstruktion ist. Das Bauen sollte man den privaten Bauherren überlassen. Wenn man da weniger Anforderungen stellt oder auch in der Vergangenheit mal schneller die Anträge bearbeitet hätte, wären die Problemlagen heutzutage deutlich kleiner. Daher fordern wir als FDP, als Stadt alles dafür zu tun, dass Investoren so schnell und so preiswert wie möglich bauen können, aber kein eigenes Geld in Größenordnung in solche Bauprojekte zu versenken. Zumal in der aktuell angespannten Haushaltslage der Stadt die Situation das eigentlich auch nicht hergibt. Entsprechend lehnen wir den Antrag ab. Dankeschön. Freie Wähler, freie Bürger, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, bevor wir zum eigentlichen Antrag kommen, möchte ich das Verfahren rügen. An einer Vorlage, bei der es um die Umverteilung von 1,7 Millionen Euro aus dem Haushalt für Sport geht. Den Sportausschuss nicht zu beteiligen, das ist ein Schlag ins Gesicht der Sportler und der Sportpolitiker. Daher meine Verwunderung, dass große Teile des Raumes hier so entspannt darüber hinweggehen und die Beteiligung des zuständigen Ausschusses keine Mehrheit findet. Denn es geht im Beschlusspunkt 2 um Verzögerung in den Planungsprozessen beim Eigenbetrieb Sportstätten. Meine Damen und Herren, Wohnungsbau ist ohne den staatlichen Zuschuss der sozialen Wohnraumförderung offenbar nicht mehr möglich. Diese Zuschüsse stehen allen offen, aber wenn wir uns den Antrag genau anschauen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wo ist da die Grenze? Wird Bauen teurer, muss mehr Geld fließen. Wird Bauen noch teurer, muss noch mehr Geld fließen. Wie lange wollen wir diese Schritte gehen? Genau nach dieser Logik agiert die Stadtverwaltung. Die WED ist ein wichtiger Akteur im sozialen Wohnungsbau in Dresden und sie ist ein Akteur, der besser gestellt ist als die Wettbewerber auf dem Markt des Baus von gefördertem Wohnraum. Denn die WED muss die Grundstücke, auf denen sie baut, nicht finanzieren. Die WED bekommt notwendige Zwischenfinanzierung, entweder über den städtischen Liquiditätsverbund oder über den städtischen Kreditrahmen. Und sie bekommt zusätzliche Eigenmittel zur Deckung von Finanzierungslücken. Diese Unterstützung in Dresden beim Bau von sozialem Wohnraum bekommt kein anderes Wohnungsunternehmen. Und wir alle müssen uns fragen, wie lange wollen wir daran festhalten, dass wir das städtische Wohnungsunternehmen so deutlich, so viel besser stellen als all die anderen Wettbewerber. Meine Damen und Herren, wir werden dieser Vorlage zustimmen, sollte der Ergänzungsantrag zur Sicherung der Mittel für den Sport eine Mehrheit bekommen. Dem Ergänzungsantrag der Linken werden wir nicht zustimmen. Eine weitere Finanzierung von Planungsprozessen werden wir heute nicht zustimmen, auch weil wir der Meinung sind, wenn wir uns mit Planungsprozessen beschäftigen sollten und deren Finanzierung, dann sollten wir die Planungsprozesse im Bereich Sport nicht hinten runterfallen lassen. Vielen Dank. So, wird Dissidenten das Wort gewünscht? Nein, dann AfD, Herr Laczynski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Die Europäische Kommission definiert aus beihilferechtlicher Sicht ein Unternehmen als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn es auf kurze oder mittlere Sicht ohne staatliches Eingreifen bzw. ohne staatliche Unterstützung so gut wie sicher zur Einstellung seiner Geschäftstätigkeiten gezwungen sein wird. Eine Definition, die auf die WED zweifelsfrei zutrifft. Und das schon seit Jahren. Seit Jahren steckt die Stadt Millionen Euro an städtischen Geldern in den Aufbau einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mit dem Ziel, dass diese irgendwann mal selbst das Laufen lernt. Genau das passiert aber nicht. Im Gegenteil,
Im Zusammenhang mit der WED wird ein Versprechen nach dem nächsten gebrochen. Erst wurde versprochen, die WED würde bis 2019 2500 neue Wohnungen bauen. Das versprochen wurde, wie wir alle wissen, gebrochen. Dann hieß es, bis 2024 schafft man die 2500 Wohnungen, aber ganz bestimmt. Auch dieses Versprochen wurde gebrochen. Aber eines hat man die ganze Zeit immer hervorgehoben. Es darf nie passieren, und das war Konsens auch auf der linken Seite des Stadtrates, es darf nie passieren, dass die WED über die Einlage von Grundstücken hinaus den städtischen Haushalt belastet, um den operativen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Vorlage heute zeigt, auch dieses Versprochen wurde gebrochen. Die WED befindet sich seit Jahren im Dauerkrisenmodus. Und die Steuern zahlenden Dresdner Bürger müssen darunter leiden. Statt sich erstmal zu konsolidieren, wird dem Unternehmen vom Stadtrat aufgetragen, immer weiter zu expandieren. Millionen Euro Steuergeld verschwinden hier Jahr für Jahr in einem schwarzen Loch. So definiert Rot-Rot-Grün den Begriff Erfolgsmodell. Wir leben in einer Zeit, in der Bauen aufgrund bundespolitischer Fehlentscheidungen kaum noch finanzierbar ist. Flankiert wird diese bauunfreundliche Marktsituation auch in Dresden durch kommunalpolitische Fehlentscheidungen. Sozialistische Stilblüten wie Nutzungsvorgaben für Wohnungen, Mietpreisbremsen und Bauverteuerungssatzungen sorgen dafür, dass die wenigen Bauunternehmen, die jetzt überhaupt noch bauen, sich vorzugsweise auf Gewerbeimmobilien fokussieren. Reihenweise stellen Bauunternehmen ihre Geschäftstätigkeit ein oder melden Insolvenz an, weil Bauen einfach nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist. Und statt an den politisch induzierten Rahmenbedingungen etwas zu ändern, sollen nun weitere Steuergelder in das eine staatliche Bauunternehmen gepumpt werden, während man gleichzeitig zusieht, wie die Privatwirtschaft den Bach runtergeht. 14,7 Millionen Euro sollen bei den beiden Bauvorhaben zur Errichtung von insgesamt 54 Wohneinheiten ausgegeben werden. Das sind reine Baukosten von 4.000 Euro pro Quadratmeter. Der Grunderwerb ist hier noch nicht mal berücksichtigt, denn die Grundstücke gab es ja vorher schon vom Steuerzahler geschenkt. Jeder, der ansatzweise Ahnung vom Bauen bzw. von Baukosten hat, wird sich jetzt fragen, warum die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt bei dieser wirtschaftlichen Lage solche Vorhaben auf den Weg bringen will. Die Antwort ist einfach. Bei der SAB wurden Fördermittel beantragt und bewilligt, die eine Fertigstellung bis 2026 voraussetzen. Wegen dieser 1,6 Millionen Euro Förderung soll die Stadt jetzt weitere 1,7 Millionen Euro zuschießen, damit der Bau beginnen kann. Bei einem Gesamtbauvolumen von 14,7 Millionen Euro nimmt die Stadtverwaltung jetzt also diese 1,6 Millionen Euro als Druckmittel, um angeblich sofort beginnen zu müssen. Wir reden hier über Fördergelder, die zurückgezahlt werden müssten, wenn die WED diese beiden Bauprojekte nicht innerhalb der nächsten zwei Jahre fertiggestellt bekommt. Sollte die WED es also nicht rechtzeitig schaffen, hätten wir nicht nur zwei Bauruinen in Dresden stehen, wir hätten auch eine WED, die weitere 1,6 Millionen Euro an Verbindlichkeiten hätte. Zur Erinnerung, das letzte Projekt der WED an der Fröbelstraße mit einer vergleichbaren Anzahl von Wohnungen hat 3,5 Jahre gebraucht, um fertiggestellt zu werden. Selbst in Zeiten, in denen Lieferketten im Baugewerbe noch uneingeschränkt funktionierten, also vor dem Jahr 2020, konnte keines der WED-Projekte in weniger als 18 Monaten abgeschlossen werden. Heute gehören Lieferverzögerungen und Materialmangel zum Alltag im Bauhandwerk, ein Umstand, den man hier nicht berücksichtigt hat. Die Baukostensteigerung lag im letzten Jahr bei Kalk, Zement, Dach und Dachziegeln bei ungefähr 30%. Wie sie sich weiterentwickeln, ist aus heutiger Sicht kaum absehbar. Es kann also gut sein, dass der heute vorgeschlagene Zuschuss noch nicht einmal reicht, um die Baukostensteigerung für das kommende Jahr abzudecken. Ich gehe fest davon aus, dass der Stadtrat in den nächsten drei Jahren noch mindestens ein weiteres Mal bei diesen beiden Projekten nach Geld gefragt werden wird. Dann wird das Argument sein, dass man noch keine halbfertigen Bauruinen in Dresden stehen lassen kann. Das Spiel, was der Stadtrat und die Stadtverwaltung hier mit dieser Vorlage spielen, heißt also noch nicht mal alles oder nichts. Und das würde zumindest eine 50-prozentige Gewinnchance bedeuten. Das, was hier passiert, ist russisch Roulette mit Steuergeldern. Das lehnen wir ab. Vielen Dank. So, dann kommen wir zu Bündnis 90 Die Grünen, Herr Löser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun haben ja schon viele gesprochen und es ist immer ganz gut, dass man darauf dann eingehen kann. Und Kollege Laczynski sprach ja davon, es ist ein schwarzes Loch, wo dieses Geld reinkommt. Sagen Sie auch den Mieterinnen und Mietern in diesen Wohnungen der WED, dass das ein schwarzes Loch ist, in dem sie wohnen? Oder was ist eigentlich Ihr Angebot an diese Leute? Sie haben kein Angebot gemacht, Sie haben sich hierher gestellt und haben behauptet, dass dieses Geld im schwarzen Loch verschwindet. Ich sage Ihnen, das verschwindet in Sozialwohnungen, die in dieser Stadt dringend gebraucht werden. Der zweite Punkt.
Herr Nitsche stellt sich her und sagt, das ist ja unerhört, jetzt fördern wir also schon den Bau von Sozialwohnungen. Schon immer wurde der Bau von Sozialwohnungen gefördert, natürlich staatlich. Das ist genau das, was man unter sozialer Marktwirtschaft versteht. Anders geht es doch gar nicht. Und Herr Krüger, Sie stellen die ganze WD in Frage. Das ist schade, denn Sie haben damals diese Entscheidung hier mitgetragen und es war eine gute Entscheidung für die Stadt. Wollen Sie denn sagen, diese 1800 Wohnungen sind umsonst gebaut worden für all diese Leute? Das ist doch Quatsch. Sie haben sich hierher gestellt und haben gesagt, die WED ist im Prinzip in Frage zu stellen, diese 1800 Wohnungen. Ja, das sind Leute, die da drin wohnen. Die wohnen da drin und das haben wir gemacht, gemeinsam als Stadt. Und es war eine richtige Entscheidung, denn es war damals eine falsche Entscheidung. Und Vincent Reves hat es schon gesagt, den kompletten Wohnungsbestand zu verkaufen. Und jetzt will ich noch mal so ein bisschen in die Geschichte gehen. Wir haben in Deutschland ein Auseinanderkraften der sozialen Situation. Wir haben Armutswachstum. Seit 2010 waren wir bei 14,5%. Wir sind jetzt 2022, also noch vor Corona, 17% der Bevölkerung leben in Armut. 17%. Und natürlich kümmern wir uns um diese Leute in einem Sozialstaat. Denn es ist ein großes Problem, dass die viertstärkste Volkswirtschaft auf dieser Welt eben offensichtlich nicht in der Lage ist, sich entsprechend zu kümmern. Und es war damals eine Fehlentscheidung, den kompletten Wohnungsbestand zu verkaufen. Und was Sie sagen, dass die WED eben nicht so liquid ist wie die LWB in Leipzig, liegt daran, dass wir eben alles verkauft haben. Sie hat eine große Hypothek zu überwinden und das versuchen wir hier in dieser Stadt jetzt wieder aufzubauen und das sollten wir verdammt nochmal auch nicht schwarz reden. Die Gründung der WED war richtig und ich glaube, es stimmt, dass die Bautätigkeit eingestellt ist. Sie haben das alles schon erzählt. Im privaten Bereich ist übrigens nicht ganz so. Es gibt einen Rückgang von 30-40% im privaten Wohnungsbau. Da passiert schon noch etwas, aber eben natürlich viel weniger und es liegt auch an diesen vielen gestiegenen Baukosten. Das ist alles richtig, was Sie sagen. Aber was ist denn die Lösung? Nichts tun ist, glaube ich, keine Lösung. Und wenn wir nach Leipzig schauen, mit der gleichen Förderkulisse, und ich sage mal, der Freistaat hat zweimal den Betrag angehoben, denn das Geld vom Bund ist ja da, baut eben Leipzig. Einmal, weil es eine andere Gesellschaftsstruktur hat und zweitens, weil es eben auch ein kleines Förderprogramm auflegt. Und genau das ist das, was die Stadt uns jetzt hier vorschlägt. Und wir halten das für richtig in einer Zeit, wo eben nichts mehr gebaut wird, dass wir dann sagen, wir unterstützen das und wir gehen natürlich jetzt hier mit diesem kleinen Förderprogramm in die Finanzierung. Und diese Mittel, die stellt der Freistaat und der Bund ja zur Verfügung und es ist ja geradezu Quatsch, die nicht zu verwenden, denn dann gehen sie wieder in den großen Finanzhaushalt von Herrn Vorjohann und er wird das nächste Mal sagen, wozu braucht es denn eigentlich diese Förderung, wenn das Geld nicht abgerufen wird. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass wir es abrufen, damit wir wieder ins Bauen kommen. Wir Grüne haben natürlich über dieses Thema genauso nachgedacht und haben gesehen, dass bei dem Vonovia-Ankauf diese 7,7 Millionen eben noch übrig sind. Deswegen haben wir auch in einem Antrag, der schon im Geschäftsgang ist, Ihnen den Vorschlag gemacht oder werden den Vorschlag machen, dieses Geld eben zu nehmen, um diese Projekte jetzt wieder anzustoßen. Denn ich glaube, es ist auch für den Wohnungsmarkt und vor allen Dingen für die Bauwirtschaft in Dresden wichtig, dass wir eben wieder ins Bauen kommen. Deswegen unterstützen wir natürlich sehr diese Vorlage der Verwaltung, dass man jetzt 1,7 Millionen nimmt, um die WED auszustatten. Wir wünschen uns natürlich auch, dass die WED wieder ins Bauen kommt und die Zuschüsse abgesenkt werden können. Aber wenn nichts passiert, was soll man denn sonst tun? Wir halten das für ein wichtiges Zeichen und die beiden Änderungsanträge werden wir mittragen. Es ist schon gesagt worden, warum. Wir glauben, es ist eine gute Entscheidung. Insofern bitten wir um Zustimmung und lassen Sie uns die WED nicht weiter schlecht reden. Vielen Dank. So wird noch mal das Wort der CDU-Fraktion gewünscht. Herr Dr. Brauns, dann. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, als jemand, der damals den Verkauf der WOBA mitbeschlossen habe, möchte ich mich doch mal ganz entschieden dagegen wehren, dass mir gesagt hat, wir hätten die WOBA damals verscherbelt. Ich möchte einfach noch mal die Rahmenbedingungen in Erinnerung rufen, die nicht nur uns, sondern eine Mehrheit des Stadtrates, zu dem auch die Hälfte der linken Fraktion damals gehört hat, die Argumente, weshalb wir das getan haben, einfach überzeugend waren. Wir haben, meine Damen und Herren, damals einen Schuldenberg gehabt, der uns in dem Haushalt jährlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit Zins und Tilgung 77 Millionen Euro gekostet hat. 77 Millionen. Jetzt können Sie sich mal ausrechnen, wie viel das mal die Anzahl der Jahre ist, seitdem das her ist.
Diesen Betrag hätten wir, wenn wir es nicht gemacht haben, jährlich in den Haushalten oder in den Doppelhaushalten dann jährlich bezogen aufbringen müssen. Dann können Sie sich überlegen, was wir denn nicht hätten machen können. Dann kommt ein weiteres Argument dazu. Die Wohnungen der WOBA damals waren ja nicht in einem Zustand, dass sie tiptop saniert waren. Sie waren nicht in der Lage, das, worauf ich auch noch mal hinweisen möchte, die WOBA damals in den Haushaltserwartungen so gesteckt wird, dass die WOBA mit Gewinnausschüttung den Haushalt unserer Landeshauptstadt mit unterstützt. Da waren wir weit davon entfernt. Die WOBA hatte einen Sanierungsstau, der aus städtischen Mitteln gar nicht zu leisten war. Und dann kam ein weiteres Argument hinzu, meine Damen und Herren. Es gehört nicht zu den Aufgaben der Stadt, Wohnungseigentum zu haben, sondern es gehört zu den Aufgaben der Stadt, für Bedürftige Wohnraum zur Verfügung zu haben. Und das haben wir bei dem Verkauf der WOBA mit der Sozialkarte gemacht. Das war das Entscheidende. Deswegen konnten wir dies aus städtischer Fürsorge auch machen. Und deswegen, meine Damen und Herren, wehre ich mich entschieden dagegen, gegen diesen Unfug, der hier mit der Argumentation, wir hätten die WOBA verscherbelt gemacht, das Gegenteil ist der Fall. Es war für die Haushaltssanierung, für die Gesamtaufgaben der Stadt eine damals notwendige Entscheidung. Und ich wiederhole es nochmal, das hat die Linke in großen Teilen mitgetragen. Und wenn die das macht, das hat die Linke in großen Teilen mitgetragen, sonst hätte es da gar keine Mehrheit gegeben. Meine Damen und Herren, da können Sie sich noch so gehen werden, gucken Sie sich die Abstimmungsprotokolle an, so war's. Und deswegen, meine Damen und Herren, mein Kollege Peter Krüger hatte schon gesagt, wir stimmen der Vorlage natürlich zu. Warum tun wir das? Weil es überhaupt keinen Sinn macht, Fördergelder aus Programmen, die da sind, wenn wir es nicht machen, dann zurückzugeben und noch Fördergelder, die zur Verfügung stehen, zu machen. Insofern, Herr Löse, haben Sie völlig recht. Aber das ist auch leider Gottes fast das Einzige, dass Sie da recht haben. Es macht keinen Sinn, jetzt diese Gelder hierfür zu nehmen, um das, was an fertigen Planungen bei der WID dort ist, das weiterzumachen. Die Probleme liegen tatsächlich woanders. Und das ist auch richtigerweise insoweit angesprochen worden. Die liegen beim Bund. Wer immer weitere Forderungen an den Bau stellt, das führt dann dazu, dass er nicht mehr bezahlbar ist. Und wenn ein Privater sich nicht mehr in der Lage ist, das zu leisten, dann bricht der Wohnungsmarkt zusammen. Und da muss der Ansatz gesetzt werden. Können wir hier nicht regeln, sondern wir können nur das tun, was unsere städtischen Möglichkeiten nutzen. Und das ist nun mal jetzt hier diesen Umschichtung der Mittel vorzunehmen. Und deswegen stimmen wir auch dem Antrag zu, der dann sagt, wir wollen sichergestellt wissen, dass diese Mittel, die wir aus dem Sport nehmen, dann auch so schnell wie möglich wieder in den Sport zurückschwingen. Meine Damen und Herren, so viel zur Richtigstellung. Vielen Dank. Jetzt muss ich mal, weil ich sonst nie mache, aber die Linke verteidigen, die gab es damals nicht, es war die PDS gewesen, die da in Hälfte zugestimmt hat. So. Das bringt mich zu dem Punkt. Wird Fraktion Die Linke noch mal das Wort gewünscht? Herr Mattis, bitte. Herr Bürgermeister, Sie haben mir ja die Hälfte jetzt schon weggenommen. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Und ich muss das auch noch mal sagen, weil mich diese Lüge auch anödet. Von denjenigen, die dem WOBA-Verkauf zugestimmt haben, ist nicht einer hinterher in Dresden in der Linken irgendwo wieder aufgeschlagen. Sie sind alle verschwunden. Sie wurden damals von der CDU oder von ihnen nahestehenden Organisationen alle gut versorgt. Das reichte vom Beigeordneten bis subalternen Pöstchen, die es auch irgendwo zu vergeben gab. In der Linken ist davon niemand gewesen. Das muss an dieser Stelle klar gesehen werden. Und Herr Dr. Brauns, im Gegensatz zu Herrn Krüger, der damals wirklich noch nie dabei war und nichts dafür kann, aber Herr Dr. Brauns hat sich ja selber sozusagen bekannt, dass er einer derjenigen ist, die diesen katastrophalen WOBA-Verkauf mitzuverantworten haben und allen Folgen, die er für uns hat. Wenn wir zum Beispiel über Unterbringung von Asylbewerbern geredet haben, was war das für ein großes Problem für uns, dass wir nicht mehr auf dieses große Unternehmen zugreifen konnten und viele zusätzliche Probleme, die uns Millionen gekostet haben, sozusagen, das haben Sie mit zu verantworten und dann lügen Sie hier so ein Zeug zusammen.
Also, bevor wir jetzt wieder in eine Wobei-Debatte einsteigen, die heute nicht auf der Tagesordnung steht, würde ich sagen, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Wir kommen zur Abstimmung. Herr Hans. Ist nur noch mal geschäftsordnend, weil das, glaube ich, bei Herrn Krüger, das kam bei uns jetzt auch nicht so ganz hundertprozentig verbal ausformuliert an. Der Herr Krüger hatte, wenigstens vorher mit ihm gesprochen, sage ich einfach mal, den Änderungsantrag der CDU noch mal in einem Wort geändert. Haben Sie das so mitbekommen, dass das statt zusätzlich wieder einstellen, also das statt zusätzlich wieder steht bei dem CDU-Antrag, weil es geht ja nicht um zusätzliche Mittel, sondern darum, dass die Mittel, die da umgeschichtet werden, wieder zurück in den Haushalt kommen. Zumindest hatten Sie das so, ne? Also, er nickt. Also, insoweit nochmal die Bestätigung für dann das Thema Abstimmung, dass der Staat zusätzlich dann wieder steht. Wir kommen jetzt tatsächlich dann zur Abstimmung. Wer dem Ergänzungsantrag der CDU zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen.60 Ja, 5 Nein, 2 Enthaltungen, damit angenommen. Wir kommen zum Ergänzungsantrag der Linken. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (33) Ja-Stimmen, 34 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Damit kommen wir über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. (49) Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen, 0 Enthaltung, damit so beschlossen. Das bringt uns zum Tagesordnungspunkt